Ah, es ist Winter hier in Kanto. Und ich habe beschlossen, den ganzen Monat zu Hause zu bleiben und absolut gar nichts zu tun. Ganz recht, heute gibt es kein Abenteuer, keine Pokémon-Kämpfe und keine größenwahnsinnigen Schurkenteams. Nur dich, mich, meinen Tee und ein paar alte Geschichten. Nur was könnte ich dir erzählen? Es gäbe alle möglichen Dinge, von denen ich berichten könnte. Immerhin habe ich schon viele Abenteuer erlebt und nicht wenige davon wären einen ausführlichen Bericht wert. Aber ich glaube, für einen gemütlichen Winternachmittag wie heute sollten wir einen Gang zurückschalten. Wie wäre es mit der Geschichte meines allerersten Pokémons? Ja, das finde ich gut. Vielleicht habt ihr schon eine Idee, welches das sein könnte. Wirklich geheim ist das schließlich nicht. Aber wir werden es sehen. Also, meine Eltern und ich wohnten damals noch nicht in Azuria City. Nicht einmal in Kanto. Wir haben ursprünglich in Höhen gewohnt, in der ziemlich großen Küstenstadt Seegrasulp City. Dort arbeitete mein Vater als Pokémon-Psychologe. Ein ziemlich cooler Beruf. Trainer und andere Pokémon-Besitzer kommen zu ihm und er hilft ihnen mit ihren Problemen. Meistens gehorchen die Pokémon nicht oder die Trainer sind zu unsicher mit ihren Methoden, das Übliche. Nun, jedenfalls lebten wir dort in einem Häuschen mit Sicht aufs Meer und ich bekam von früh auf alle möglichen Pokémon zu Gesicht. Ich wollte selbst eins haben, ein Haustier, mit dem ich spielen und mich anfreunden konnte. Aber mein Vater vertrat die gesunde Meinung, dass ich zu jung war, um ein Pokémon zu besitzen. Schließlich können einige ziemlich gefährlich werden und man weiß ja nie, was für eine Wesensart so ein Pokémon haben mag. Ich sah zwar ein, dass er recht hatte, aber war natürlich trotzdem traurig. Ich schaute jeden Pokémon auf der Straße nach und überlegte mir, welches davon ich wohl eines Tages selbst fangen würde. Nun, ich nutzte jede Gelegenheit, um mich über Pokémon zu informieren, lernte die Typen und Attacken kennen, aber vor allem auch viel über ihren Lebensraum und ihr Verhalten. Ach, das waren Zeiten. Für ein Kind kannte ich mich beeindruckend gut aus. Als Erwachsener und obendrein auch noch Trainer ist das ganze Wissen kaum noch was Besonderes. Irgendwann war ich mit meinen Eltern am Strand. Ich spielte gerade mit einem Freund. Dave hieß der. Ich könnte ihn eigentlich mal wieder anrufen, wenn ich so drüber nachdenke. Hab ewig nichts von dem gehört. Also, wir spielten da so am Strand und ich sah auf einmal weiter weg am Ufer irgendwas zappeln. Dave lief los, um meine Eltern zu holen, aber ich ging direkt hin, um nachzuschauen. Es war ein Carpador, völlig außer Puste. Es hatte Striemen und sah fürchterlich lädiert aus. Als es mich sah, zappelte es nur noch stärker. Ich kniete mich neben das arme Pokémon und versuchte es zu beruhigen. Hey, ganz ruhig und keine Sorge, das wird wieder, das Übliche. Ich berührte es und es erstarrte, offenbar aus Schreck. Es wollte sicher zurück ins Meer. Ich versuchte es hochzuheben, aber es war viel zu schwer für mich. Endlich kamen meine Eltern her. Meine Mutter erkannte den Grund für das Gezappel. Ein Giftstachel steckte in seiner Flanke. Offenbar musste ein Tentacher es angegriffen haben. »So wird es nicht schwimmen können«, meinte mein Vater. »Wir nehmen es lieber mit nach Hause.« Ich war super aufgeregt. Wenn ich mich gut um dieses Carpador kümmerte, dachte ich, dürfte ich es vielleicht behalten. Zu Hause legten wir das Pokémon in die Badewanne, damit es nicht zu sehr austrocknete. Währenddessen suchte meine Mutter im Keller nach dem aufblasbaren Gartenpool. Ich half überall mit, blies den Pool auf und füllte ihn mit Wasser. Dann half ich meinem Vater beim Tragen, um das Carpador in seine Übergangswohnung zu befördern. Die ganze Zeit über redete ich auf es ein. Ganz ruhig, wir kriegen das wieder hin. Und ich hatte das Gefühl, es wurde wirklich ein bisschen ruhiger. Schließlich war alles geschafft. Carpador lag seitlich im Kinderpool, ließ sich von mir den Kopf streicheln und mein Vater verabreichte ihm ein Gegengift. »So, jetzt sollte es ihm gleich besser gehen«, meinte er. Und tatsächlich erholte es sich bald. Seine Augen klärten sich und seine Schuppen wirkten kräftiger und bunter. Tatsächlich wirkte es nun richtig fidel, jedenfalls so fidel wie ein Carpador nur sein kann. Ich verbrachte den ganzen weiteren Tag bei ihm. Dave kam auch rüber, um es zu begutachten. Da ich mich so ausgiebig mit Pokémon und ihren Eigenarten befasst hatte, wusste ich schon, dass Carpador nicht die besten Kämpfer waren. Ich hatte auch schon gehört, dass sie sich in ein riesiges Seeungeheuer entwickelten, wenn sie nur ausreichend trainierten. Allerdings hatte ich abgesehen von einem Bild noch nie ein Gyarados gesehen.
Die Vorstellung, dass dieser kleine, zapplige Fisch mal ein furchteinflößendes, superstarkes Pokémon werden würde, war unglaublich cool. Also wollte ich es nur umso dringender behalten. Es war inzwischen spät und mein Vater meinte, dass Carpador solle die Nacht über bei uns im Garten bleiben, um sich auszuruhen. Bei der Idee war ich absolut dabei. Ich blieb, solange ich aufbleiben durfte, bei ihm und schaute ihm zu. Ich würde es ja gerne Spielen nennen, aber sehr viel spielen kann man mit einem Carpador nicht. Ich habe mit ihm geredet und ihm meine Pokémon-Bücher gezeigt, es gestreichelt. Alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Sogar mein Abendessen habe ich mit ihm teilen wollen, auch wenn meine Mutter mich davon abhielt und ihm lieber ein paar Beeren aus dem Garten pflückte. Tja, natürlich konnte ich die Nacht kaum schlafen. Um Mitternacht herum schlich ich mich sogar nach draußen, um nach ihm zu sehen. Ich glaube, ich wollte ihm eine Decke bringen, damit es nicht fror. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich echt einfach eine Decke ins Wasser gelegt habe oder nicht. Vermutlich nicht. Meine Mutter würde heute noch davon erzählen, wenn es so gewesen wäre. Am nächsten Morgen machte mein Vater Anstalten, Carpador zurück ans Meer zu bringen. Ich hielt ihn auf und fragte, ob ich es behalten dürfte. Und beide meine Eltern zögerten. Ich hörte sie tuscheln. Sie beredeten, ob es in Ordnung sei. Man könne es ja mal versuchen. Schließlich meinte mein Vater, dass Carpador diese Entscheidung selbst treffen müsste. Nun wurde ich noch aufgeregter. Wollte es denn auch bei mir bleiben? Nun, ich habe das Ende der Geschichte wohl ein wenig vorweggenommen, wie? Als mein Vater zum Kinderpool ging und Carpador fragte, ob es bei mir bleiben wolle, lächelte es breit und deutete ein Nicken an. Es war wirklich putzig, diese dicken Wangen. Mein Vater legte einen Pokéball ins Wasser und der dicke Fisch stupste ihn an. Ganz freiwillig ließ es sich so fangen und wurde, hey hey, mein erstes eigenes Pokémon. Ich freute mich natürlich wahnsinnig. Ein super tolles Pokémon, mit dem ich später ein richtiger Trainer werden konnte. Ach ja, so war das damals. Und wie man heute sieht, ist Carpador noch immer fester Bestandteil meines Teams. Ihr habt den lieben James ja bereits mehrfach in Aktion erlebt. Und was soll ich sagen? Ein viel zu starker Trainer wäre eben nicht viel ohne seine viel zu starken Pokémon. Nun, ich wollte heute gar keine große Geschichte erzählen, einfach einen kleinen Schwank aus meiner Jugend. Nichts Besonderes, aber eben etwas Persönliches. Ich wünsche euch eine wunderbare Nacht. Bis denn dann!